Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sims, meine lieben Freunde. Und warum befinde ich mich hier im Auswahlbildschirm für die verschiedenen Häuser? Ja, wir sind hier zurück in unserem Dingenskirchens und wir haben neue Leute hier in unserem Apartment. Ich werde sie euch gleich vorstellen. Wir sind jetzt voll. Es sind jetzt 8 Leute, aber das heißt noch lange nicht, dass wir nicht aufhören, denn ihr seht schon, das hat sich etwas geändert. Und zwar ist das die neue Villa für die Niesen-Communities. Und ich habe mir schon einige Gedanken gemacht, wie ich das mache, ob ich das jetzt, ob ich hier ein anderes Ding nehme und da wieder was Kleineres baue oder ob ich was wirklich Großes ist auch nicht, aber ich finde es sehr schön. Und die Alternative war jetzt, ich baue ein zweites Haus. Ich fange nochmal von vorne an mit dem Grundproblem. Das Grundproblem ist, dass man in einem Haushalt maximal 8 Leute haben kann. Ja? Jetzt habe ich aber schon mindestens 10, die gerne mit einem Charakter hätten. Und ich würde gern jeden mit reinpacken, dass es geht. Und wenn das eine Haus voll ist mit 8, dann brauche ich halt ein anderes. Und jetzt dachte ich mir, machst du noch ein kleines, packst die Leute dann einzeln irgendwo rein, hier da gegenüber oder in das oder machst du das Grundstück noch platt und baust dann nochmal so ein kleines hin. Und dann dachte ich mir, nein, machst du das große hier platt. Und dann stand ich vor der Wahl, machst du wieder sowas wie dessen Art, ein bisschen modern, irgendwie cool. Also ich bin total stolz, ich finde das total richtig gut, das, was ich da gebaut habe. Und dann dachte ich mir, ich habe 2 Alternativen. Entweder ich mache wieder so in der Art was, also mit aufgeteilt und Außentreppen, Wohnungen, finde ich ziemlich geil eigentlich. Oder ich mache es ein bisschen anders und da hatte ich überlegt, ich mache so einen richtigen Bungalow-mäßigen, wo richtig viele Wohnungen reinkommen. Wobei es ja dann auch maximal 8 gibt, weil mehr darf ich ja in einem Haushalt sowieso nicht haben. Also bei 8 Betten wäre dann Schluss. Und dann dachte ich mir, machst du so eine moderne Bungalow-Dings oder machst du eben das hier? Und ich habe jetzt eben das hier angefangen und bin da gerade am Bauen. Ich habe hier ein Hauptgebäude und ein Nebengebäude und da wird dann eben, ich finde es nämlich ganz schön, so wie es gebaut ist und ich mag diesen Stil, so ein bisschen rustikal, so ein bisschen verwachsen und mysteriös und das möchte ich dann auch gern so einrichten in der Art. Und dann hat man halt hier im Hauptgebäude auch unten wie bei dem anderen Gemeinschaftsräume zum Essen und dann verschiedene Wohneinheiten hier oben drin. Und da drüben ist dann das, was hier so aussieht wie so eine Scheune. Das ist dann Gemeinschaftsraum mit Party-Ecke und Bar und so ein Kram. Und dann hat man hier im Turm noch eine Möglichkeit zu wohnen oder in dem hier. Und einer davon wird dann auch eine Bibliothek enthalten, so ein bisschen mystisch designt. Das wollte ich euch jetzt nur noch mal zeigen, wie ich das so vorhab und ob ich dann den Haushalt aufteile oder ob ich dann genug Leute habe, die hier einziehen wollen von euch, dass ich beide Häuser füllen kann. Mal sehen, ansonsten teile ich die Häuser vielleicht auf, dass auch von dem alten Haus oder was heißt von den Apartments jemand rüberziehen will in die neue, in das Anwesen, in das neue. Und falls jetzt jemand von euch da draußen ist, der sagt, wow, ich möchte in das neue Anwesen auf jeden Fall mit umziehen, dann schreibt das ruhig ins Kommentarfeld. Dann ziehe ich euch auf jeden Fall mit um. Das erleichtert mir die Möglichkeit, das erleichtert mir halt auch einfach, das ein bisschen zu organisieren, wer wo wohnt. Und dann, ich springe ja sowieso im Spiel immer hin und her und connecte sowieso alle miteinander, dass die auch viel miteinander zu tun haben. Genau deswegen spielen wir ja. Und darauf will ich ja dann am Ende auch hinaus. Und jetzt wollen wir mal gucken, was mit unseren neuen Gästen hier in unserer Community-WG los ist, wo sie sind, wie sie drauf sind. Ich habe es mir noch nicht so genau angeschaut. Okay, wir sind wieder hier auf dem guten Bergi. Ach, die machen schon hier. Wir haben hier eben die Kathy oder Katie. Katie, ich nenne sie mal Kathy, ist halt, aber ich nenne sie mal Katie, aber Kathy ist ja egal. Kathy oder Katie, die haben wir da. Die ist hier, was macht sie denn? Was macht die Katie denn? Die steht da so rum. Gucken wir uns auch sie mal an. Sie fühlt sich unwohl. Warum wegen Müll? Da muss ich jetzt mal wieder ein bisschen die Selbstständigkeit auf vollständig machen, weil sonst passiert hier gar nichts. Gut. Was hat sie denn? Unfreundliche Umgebung. Oh, warte, wieso das denn?
Gut. Und da ist unsere zweite neue Destillea. Die macht hier auch mit. Und da, ich weiß schon, der Pakti hat auch noch einen schuldig, aber ich kriege ja wieder gesagt keinen mehr rein. Und vom Pakti habe ich zum Beispiel eine ganze Familie, die ich noch irgendwo reinpacke. Oder eben als Grundbesitzer für das andere Haus, da muss ich jetzt mal gucken. Ich weiß gar nicht, was sie alle machen hier. Was macht denn die Lea? Wir haben lauter so Rotschöpfe hier drin. Wir fangen jetzt mal mit der Katie an, was sie da hat. Sie möchte freiberufliche Botanikerin werden. Das ist ja so geil, weil ich habe hier draußen so richtig viel Sachen zum Garteln angelegt, wo man halt was anpflanzen kann und ein bisschen Botaniker sein kann. Das freut mich total, dass ich jetzt jemanden habe, mit dem ich das machen kann, weil das finde ich nämlich richtig cool hier, dass man so draußen so viele Möglichkeiten hat, da irgendwas zu bauen, zu tun, zu machen und so hin und her, ne? Da muss ich pflanzen, das ist kein Problem. Hat noch keinen Job, da kümmern wir uns noch drum. Müssen wir mal gucken. Genau, liebt die Natur, ist tollpatschig, kindisch und eine Sammlerin. Das ist auch toll, weil dann kann ich immer gucken, was es hier so für Schätze in der Nähe gibt. Und dann die mit ihr einsammeln. Und wie zum Beispiel halt hier auch den Stein, den wir da haben. Vielleicht kann ich den ja von mit ihr irgendwie bearbeiten oder angucken lassen oder so. Das ist richtig geil. Da freue ich mich schon auch ziemlich drauf, dass wir noch einen Charakter in diese Richtung haben. Und dann gucken wir uns mal noch die Lea an. Kunstliebhaberin, ordentlich, Musikliebhaberin, häuslich, alles klaro. Das ist auch sehr nice. Hat auch noch keinen Job, ist klar. Müssen wir mal gucken. Das sind alles junge Erwachsene. Ich weiß gar nicht, ist sie auch junge Erwachsene oder Erwachsene? Sehe ich das? Sehe ich gar nicht, oder? Ich schätze mal junge Erwachsene. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher, aber wird schon passen. Sie möchte eine große, glückliche Familie. Ah, das ist ja auch cool. Das wäre schon fast wieder was, um hier in dem Nachbarhaus dann da heimisch zu werden und das da einzuziehen. Gut, auf jeden Fall hat sie noch Elternteil werden, 20 Mal mit dem Kind Kontakt knüpfen. Mit meinem Kind, aha. Hä? 20 Mal mit deinem Kind Kontakte knüpfen. Ja, okay, werde ich vielleicht irgendwann mal drauf kommen. Da muss ich mal schauen. Einem Kind vorlesen, das kann sie machen. Große Glückbetreuerin. Ja gut, da müssen wir auf jeden Fall einen sozialen Beruf auch aussuchen. Oh, wie er ja schon wieder nackt rumläuft. Wieso läuft der Michi immer nackt rum? Oh, nee. Wo schlafen sie denn jetzt eigentlich alle? Da muss ich muss jetzt mal gucken. Wo sie alle hin... Sie spielt da irgendwas. Sie ist da oben. Der Michi geht sogar in sein Bett. Das ist ja übelst awesome. Der Flo ist auch in seinem Bett. Die Resi ist da unten. Guck mal, da läuft hier die Cindy Presser. Läuft hier vorbei. Dann, oh, es wird langsam echt schwer, das zu organisieren. Die Anessa ist hier. Das ist aber eigentlich nicht ihr Bett. Weil das gehört doch normalerweise der... Oder? Nee, Anessa? Doch. Der Pika gehört doch das Bett eigentlich, oder? Okay, und sie schläft bei Bergi oben. Ja, ich habe halt nur 1, 2, 3, 4, 5, 6 Betten. Dann müssen wir wohl irgendwo nochmal eine Pritsche aufschlagen, oder? Und solange, bis ich da drüben mit dem Haus fertig bin, muss ich halt jetzt hier sozusagen ein bisschen improvisiert wohnen. Da müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht hier den Entertainment Room auch noch erweitern. Ich habe ja nach hier oben noch ein bisschen Platz, dass ich den Raum noch ein bisschen ziehe. Oder aber, dass ich daraus einfach die Sachen hier auslagere und daraus noch eine Wohneinheit mache. Oder eben noch irgendwo hier ein zweites Bett reinklemmen oder so. Das sollte ja eigentlich passen. Müssen wir mal gucken. Da oben sind ja auch noch zwei Betten. Die sind jetzt auch noch nicht bewohnt. Da sollte sich schon noch was finden. Wie gesagt, ansonsten machen wir da aus dem Raum nochmal ein Schlafzimmer. Und dann muss es auch passen. Ich glaube schon. Wie spät ist es denn eigentlich? 2300. Das ist doch langsam Zeit für Locke jetzt mal ein bisschen Party zu machen, oder? Wie sieht's aus? Oh, er schreibt schon. Er hat schon die Schreibblockade. Wieso Schreibblockade? Warum hat er eine Schreibblockade? Ein Buch zu Ende schreiben. Wie ist er immer am Tanzen? Das ist unglaublich, der Typ, ey. Alter Schwede. Komm, schreib mal noch. Dir geht's doch gut. Bist doch gut beieinander. Jawohl. Da kannst du gleich mal noch schreiben. Genrebuch schreiben. Entschuldigung, liebes Mail. Nein, Genrebuch. Komm, schreib nochmal. Schreib nochmal. Kinder. Ein Kinderbuch schreibt er. Das kann er gut. Wenn Locke irgendwas Gutes kann, dann ist es Kinderbücher schreiben. Auf jeden Fall.
Sie zockt auch noch. Na gut, es ist ja Freitag, morgen ist Wochenende, da können sie mal ausschlafen. Wie läuft sie denn hier rum? Voll aufgestylt hier, richtig gut. Ihr schlaft schon alle, was ist mit euch denn los? Und du? Die einzige Teenagerin hier, die macht immer die Nächte zum Tage. Das ist ein bisschen wie Locke. Wie heißt dieses Buch? Gute Nacht, Nachtlicht. Das ist krasse Kinder-Horror-Stories. Krasse Kinder-Horror-Stories, das ist ein Kinderbuch. Das ist kein Kinderbuch. Doch, das ist ein Kinder... Das ist ein Kinder-Horror-Buch, weil Kinder mit großem K der Horror sind. Exclamation Mark. Richtig gut. Und das kann er... Sie zockt, oder? Zockt sie? Zockst du? Ich glaube, ja. Du zockst. Nein, sie provoziert ihn vorn. What the hell ist denn mit dir los? Energie. Gehst du pennen, oder was? Was macht sie denn jetzt? Ja klar, sie macht sich einen Kaffee, damit sie die Nacht durchmachen kann. Ja klar, ne? Muss man schon mal machen. Sie da oben immer noch alleine. Nee, komm, du musst dich mal hier ein bisschen sozial mit den anderen zusammentun, meine Liebe. Katie, komm mal hier runter. Du kannst doch noch... Warte mal, was möchte sie denn? Ah ja, sie möchte ja garteln. Huh. Ja, aber nur nicht mehr heute, oder? Kannst du nicht irgendwie eine Sendung hier über Garten, über Gärtnerei-Scheiße gucken? Kochkanal, Comedy-Kanal, Action-Kanal, nur... Was macht sie denn jetzt da draußen? Doch, sie kann nachts schon noch ein bisschen... Warum legst du dich raus? Wir haben ja auch bequeme Sofa und oben sind auch Betten frei. Junge Dame. Ich kann nicht gerade so nachvollziehen, wieso du dies tust. Gibt's hier so Pritschen? Sieh hier wieder, ne, die Riesel. Wie sie aufgetorkelt hier rumläuft. Sau gut, ey. Komm, wir machen mal hier den Locker mal. Hier den Locker anmachen. Mit der gehe ich, glaube ich, auch mal aufreißen. Ich nehme mal meine Mädels dann und gehe mal irgendwo Party machen. Das machen wir. Ich muss auch noch eine Disco mal schaffen. Was kann ich denn mit ihr noch machen? Gorba. Ah, sie möchte Bücher lesen. Oh, die hat auch noch keinen Job. Oh. Komm, nimm doch mal ein Buch. Setz dich mal hin und lies mal was. Du könntest doch noch... Möchtest Bergis Anmachsprüche lesen? Wo ist denn das Buch? Wo ist denn Lockes geile Anmachsprüche. Ah, da hat schon wieder jemand getroffen. Ah, Locke, du als Hausinhaber, du könntest da mal einen Service engagieren, wenn du damit fertig bist. Und zwar regelmäßige Haushaltshilfe. Das ist richtig gut. Das brauchen wir. Und das Geld haben wir ja, ne? Da können wir uns das schon mal leisten. Und wenn jeder hier wirklich was nach Hause bringt, dann sollte das passen. Gut, was ist mit den Betten hier? Sind die belegt? Nee, schläft natürlich wieder keine Sau drin. Gut. Erfinden denn die den Weg da hoch? Oder was? Oder? Ja, pass mal auf. Genau, du schläfst da oben. Und Lea schläft ja schon. Die hat sich jetzt mal da in das Zimmer. Weil der Locke braucht ja nicht schlafen, ne? Und du... Du schläfst jetzt mal... Du schläfst hier. Weil da unten schlafen ist doof. Schlafen da, schlaf du da. Und du... ja, wo schläfst du? Ich will Katie nicht auf der Couch schlafen lassen, ehrlich gesagt. Machen wir so Schlafintervalle? Warum steht sie auf? Ja, geh doch auf Klo. Was hast du denn? Ah, sie ist fertig. Dann schlaf, dann lassen wir doch... Ah, ich will jetzt nicht die Zimmer hergeben. Pass mal auf. Pass mal auf, dann machen wir da, Katie richten wir dann wirklich hier oben so ein Zimmerchen ein, glaube ich. Dann ist das jetzt ab heute auch Katies Schlafzimmer. Müsste ich halt umbauen, ne? Was ist mit dir los? Kommst du jetzt da nicht hoch oder was? Kommt die da nicht rauf? Schlafen? Geht nicht? Doch, geht schon. Ja, ja. Sie wollte noch nicht. Sie hat auf dem Weg... Simsei. Sie hat auf dem Weg vergessen... Ach, kommt's nicht hin. Gut, dann müssen wir das mal wegmachen. Dann kommt sie nämlich hier nicht rauf. Vielleicht geht's deswegen nicht.
Na. Können wir das mal irgendwo anders hinstellen? Ich dachte, es wäre eine gute Idee, das da drin zu bauen. Okay, ne, dann entfernen wir das einfach und gucken mal, ob das nur besser läuft. Wie sieht's aus? Kommst du nicht ran? Wieso kommst du nicht ran? Was ist denn los mit dir? Mädel, was ist denn los? Geht das jetzt? Nee, sie kommt nicht ran. Kannst du da schlafen? Da kommt sie auch nicht ran. Wieso kommt denn da keiner ran? Da habe ich ja total fehlkonzipiert hier den ganzen Schmarrn. Oh lala, wieso denn das? Wieso ist denn das so? Oh, das wird jetzt hier aber ärgerlich. Wenn das wirklich nicht geht, dass man die Betten da oben benutzen kann, dann habe ich hier... Dann habe ich hier richtig gefailt. So, pass auf, das dahin. Dann müsste sie doch das Bett benutzen können, oder? So. Und das hier, wenn wir das heute hier rüberstellen. Weil wichtig ist ja nur, dass die irgendwo schlafen können. So. Die Lampe stellen wir jetzt mal da ab. Aber da kann sie denn da durchlaufen? Okay, wir checken das nochmal. So, wie schaut's aus? Kommst du jetzt hier hin? Ah ja, jetzt kann sie da schlafen. Okay. Ah nein, kann sie nicht. Warum kann sie nicht? So steht der Weg. Oh, diese Sicht gerade hier ist echt total pervers nervig. Pass mal auf. Ich muss das jetzt irgendwie hier hinkriegen, dass da jemand schlafen kann. Gut, dann kommt das auch weg. Ich merke schon, Leute, hier, ich habe das... Weil die da... Nein, jetzt... Du sollst nicht da runter, du sollst schlafen gehen, Alter. Hört's auf. Geht schlafen. Geht schlafen. Oh, wieso geht sie nicht? Jetzt kommt sie nicht hoch, oder was? Mal schauen, ob sie jetzt da durchkommt. Das würde mich wirklich interessieren. Weil das wäre wichtig. Nee, die kommt da nicht rauf. Wieso kommt die da nicht hin? Da muss man doch durchkommen. Ich meine, klar ist hier die Schräge. Aber trotzdem. Okay, gut. Ja, halt, na, halt. Stopp. Halt, stopp. So, okay. Vielleicht ging das echt nur, wenn das Einzelbetten waren. Aber dann scheiß drauf. Dann kriegen sie wieder Einzelbetten da oben. Oder? Ja, würde ich mal fast sagen, wenn das... Weil das hat ja anscheinend funktioniert mit den Einzelbetten. Dann habe ich jetzt hier die Schlafzimmer voll umsonst so abgerissen. Auch ein bisschen blöd irgendwie, ne? Manchmal ist der Peggy schon ziemlich dämlich. So, jetzt warte. Du brauchst jetzt keinen Kaffee machen, Alter. Komm her, schlaf jetzt. Teste das. So, und was mit dir? Wer ist hier noch müde? Wer läuft hier noch rum? Ah ja, sie. Pass auf. Resi? Du schlafst da. Das geht nicht. Wieso geht denn das nicht? Komm jetzt, geh da ins Bett und schlaf. Ja, da ist doch ein Bett. Da kommst doch wohl ran. Was zur Höhle? Ja, da, schlafen. Das steht vor dir. Was ist denn los, ey? Was ist denn los? Jetzt schauen wir mal, ob sie da ist. Sie kann... Was macht sie denn? Okay, sie kann da pennen. Dann... Wollt ihr euch nicht so ein Bettchen teilen oder so? Sie ist jetzt da lang gelaufen, ne, damit das geht. Aber vielleicht so. So könnte das gehen, oder? Warte! Pika, warte! Nein! Hör auf! Du brauchst jetzt nichts essen. Scheiß Rührei. Die immer, ne? What the hell? Einmal auf das hören, was ich hier sag. Total hier. Beuge dich meinen Worten. Du gehst jetzt schlafen da oben. Oh, was macht er denn?
Ach, weil das ihr Bett ist. Ach, Anessa. Anessa, pass mal auf, wir haben da noch Betten frei. Das ist total außer Kontrolle geraten. Oh nein, wir haben kein Bett mehr frei. Doch, Anessa, hier. Schlaf da. Schlaf bei Flo. Voll geil. Ja, die haben sich echt an ihr Bett gewohnt. Ja, Leute, das geht so nicht weiter. Ich muss hier echt jemanden ausquartieren und in meine neue Villa reinpacken. Oh, 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 ich sehe da schon schwarz. Und ich muss das hier nochmal umbauen und die schönen Dächer wegmachen, Flachdachdächer draus machen. Weil wenn ich hier ein Flachdach drauf habe, dann funktioniert das. Oder ich setze hier nochmal einen Stock drauf. Weil das ist ja ein Stock niedriger. Hier könnte ich auch noch einen Stock draufsetzen. Und dann... Aber dann bin ich hier auch schon voll mit meinem... Mit meinem Ding ins Gekirche, ne? Das ja wird ganz schön stressig, glaube ich.